Eine Augenweide für Tierfreunde. Im Zoo der nordfranzösischen Kleinstadt Hermival-les-Vaux sind zwei weiße Tigerbabys auf die Welt gekommen. Ihre Mutter Lisa stellt ihre knapp 2 Monate alten Jungen erstmals der Öffentlichkeit vor. Weiße Tiger sind eine Variante der vom Aussterben bedrohten bengalischen Tiger. In freier Wildbahn hätten sie wegen ihres auffälligen Fells kaum Überlebenschancen. Sie wären eine leichte Beute für Jäger und könnten sich auch vor Beutetieren kaum tarnen. Weltweit leben nur geschätzte 150 bis 200 weiße Tiger in Gefangenschaft. Sie alle sollen von einem einzigen weißen Tigermännchen abstammen, das in den 50er Jahren als Baby gefangen wurde. Live zu bewundern sind die kleinen weißen Tiger erst ab nächstem Februar. Ihr Zoo Cerzat, unweit von Le Havre, macht erst einmal Winterpause.